Wie sind Sie an diesen Käfer gekommen? Ja, durch unseren italienischen Repräsentanten, der uns unter anderem einen VW-Käfer angeboten hat. Und nach kurzen Recherchen kamen wir darauf, dass dieser VW einen ganz interessanten Hintergrund hatte. Der wurde damals von einem amerikanischen Sammler ersteigert und kam aus dem persönlichen Besitz von John Lennon. Die Erben wussten eigentlich gar nichts über die Geschichte. Sie wussten, die ahnten, dass da irgendein bestimmter Hintergrund ist, dass der eine Geschichte haben könnte oder haben müsste. Aber sie dachten ursprünglich nur daran, dass das ein VW-Käfer ist, der natürlich nach Deutschland gehörte. Und so ist er zu uns gekommen. Und wir haben dann recherchiert und ihnen die freudige Mitteilung über das Ergebnis darbringen können und ihnen den Katalog geschickt. Und da war natürlich die Freude groß. Was ist das Besondere an diesem Auto? Ja, das Besondere ist ganz einfach die Herkunft, dass es einmal John Lennon gehört hat und die ganze Geschichte, die da drum herum hängt mit diesem Album von Abbey Road, was ja diesem Wagen zur absoluten Berühmtheit verhalf und was ja heute auch immer noch aufgrund dessen zu den meistverkauftesten Plattenalben gehört. Denn kurz vor Erscheinen dieses Albums kam das Gerücht vom plötzlichen Tod des Paul McCartney auf. Und da brach eine Hysterie auf in ganz England, auf der ganzen Welt eigentlich. Und man meinte ja, dass dieses Nummernschild damit in Zusammenhang steht, dass dieses 28 if, deutete man es, dass es heißt, John Lennon wäre 28 gewesen, Entschuldigung, Paul McCartney wäre 28 gewesen, wenn er noch leben würde. Dann fand man eigentlich auch beim Rückwärtsspielen der Platte, meinte man Stimmen zu hören und auch die Tatsache, dass auf dem Plattencover Paul McCartney als einziger barfüßig abgebildet ist, wollte man als Indiz dafür sehen, dass das ein Double nur sein könnte. Und wie fährt sich dieses Auto nun? Es fährt sich natürlich toll, wenn man um die Geschichte weiß und wenn man weiß, wem es gehörte, dann ist das schon also ein ganz besonderes Gefühl, damit zu fahren. Ja, also so von der Technik würde ich sagen, ist das noch ganz okay. Ja. Wenig Ölverluste, sieht zwar ein bisschen, naja, man hätte ihn vorher mal ein bisschen waschen können, würde ich sagen. Erinnerungen aus der Eingangszeit des deutschen Autofahrers, ist ja fast jeder so angefangen. Ich kann mich entsinnen, 1964, den ersten für 4.985 Mark. Man fuhr dann in den Urlaub, Kasseler Berge war Schluss, 110, mir ging nicht, man brauchte viel Rückenwind, um hochzukommen. Das Schönste war dann ein Jahr später nach Spanien, Barcelona. Und das dann, ich glaube, in 2 Tagen, war grauenvoll. Aber es sind Erinnerungen, die schön sind. Aber haben möchte ich ihn heute nicht mehr. Da ist nicht viel Platz im Kofferraum, ne? Nee. Zwei Koffer ist Schluss. Ja, oder 2 Kisten Wasser. 2 kriegst du nicht rein, auf keinen Fall. Guck mal. Wo willst du das lassen? Hm? Ja. Ja? Was wäre uns da lieber? Der Beetle, ne? Ja. Thank you.
Ja, ich bin ja mehr Kunst interessiert als an einem diesem Fahrzeug. Ich bin hier, um mir die Kunstgegenstände anzusehen, die Fayencen und die Möbel. Sie sind wohl der Einzige, der den Käfer nie gefahren hat, oder? Das kann sein, ja. Ich bin den Käfer nie gefahren. Was halten Sie von dem Ding? Ja, das ist ein wunderschönes Auto, weil es von der Form so schön ist. Es ist ausgewogen in der Form und originell und es ist immer noch aktuell.